Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt. In unserer Internetsendung gibt es für Sie jede Woche aufs Neue das Wichtigste zu einer bestimmten Erkrankung bzw. auch das Wichtigste aus einer der vielen regelmäßigen hanseatischen Nachtvorlesungen, die wir von Asklepios ja im Hamburger Raum für Sie halten. Heute geht es um das Thema Trigeminusneuralgie, also um den gemeinen Gesichtsschmerz. Diese Erkrankung ist vielleicht nicht jedem auf Anhieb bekannt, aber ich habe mir sagen lassen, es ist eine Krankheit, von der man sagt, sie würde mit die stärksten Schmerzen, die man überhaupt empfinden kann, verursachen. Und dieser Sache möchte ich natürlich heute ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich begrüße einen sehr kompetenten Gast an meiner Seite, wie immer einen Chefarzt, den ich hier begrüßen darf. In diesem Fall Professor Dr. Uwe Kehler, Chefarzt der Neurochirurgie in der Asklepios Klinik Altona. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie da sind. Herr Professor, was ist denn der Trigeminus überhaupt genau? Der Trigeminus ist der sensible Gesichtsnerv, der das Gesicht mit dem Gefühl letztendlich versorgt. Er hat drei große Äste, das ist ganz wichtig, auch für diese Trigeminusneuralgie. Der erste Ast, der die Stirn versorgt, der zweite, der den Oberkiefer versorgt und der dritte, den Unterkiefer versorgt. Und der läuft dann zusammen in einen Knoten und von diesem Knoten geht dann ein gemeinsamer Stamm in das Gehirn oder in den Hirnstamm über. Also so verästelt sozusagen über das ganze Gesicht, ja. Ist das auch der Grund, weswegen Ärzte so oft, wenn sie einen abtasten, bestimmte Punkte im Gesicht drücken, hat das damit auch was zu tun? Unter anderem auch damit, wenn man Gefühlsstörungen oder Schmerzen hat, dann muss man halt schauen, zu welchem Teil des Nervens das gehört. Was sind denn das für Schmerzen, die der Trigeminus verursacht? Typischerweise bei der Trigeminusneuralgie ist das so ein einschießender, blitzartiger Vernichtungsschmerz. Und der kann zum Beispiel ausgelöst werden durch eine Berührung oder auch durch einen Windzug. Und dann schießt es plötzlich in den einen Ast oder in zwei Äste rein. Das ist so ein starker Schmerz, dass man es kaum aushält. Und weil dieser Schmerz zum Beispiel auch durch Sprechen oder durchs Essen getriggert werden kann, versuchen die Patienten nicht mehr zu sprechen, nicht mehr zu essen und nur noch flüssige Nahrung zu sich zu nehmen. Das ist ja unheimlich tückisch, das Ganze. Man ist ja quasi, das ist bestimmt auch eine psychische Belastung, oder? Wenn man jederzeit davon ausgehen muss, dass ein Windstoß, wie Sie sagten, so etwas auslösen kann. Die Patienten sind auch fertig, die sind psychisch auch wirklich am Ende. Und viele denken auch über einen Suizid nach, wenn man es nicht schafft, diese Schmerzen ordentlich zu behandeln. Was sind denn die Ursachen dafür? Die Ursache, die man kennt, ist ein Gefäß-Nervenkontakt, und zwar an der Schädelbasis. Und es kommt dazu, dass die verschiedenen Fasern in diesem Trigeminusnerven, die verschieden isoliert sind, ihre Isolierung durch dieses Gefäß, was dagegen drückt, verliert. Und wenn man dann einen Berührungsreiz setzt, dann geht der elektrische Impuls über diese Berührungsphase und durch einen Kurzschluss springt das auf eine Schmerzphase über. Und deshalb schießt das so vernichtend dort ein. Mhm. Wer ist denn betroffen von so einem Schmerz? Kann man das sagen? Wer bekommt das nicht? Zum Glück ist das keine sehr häufige Erkrankung. Betroffen sind hauptsächlich ältere Leute. Vor dem 40. Lebensjahr gibt es das nur sehr selten. Häufig sind aber, der Häufigkeitsgipfel ist im 60., 70., 80. Lebensjahr. Es sind besonders Leute auch betroffen, die einen hohen Blutdruck haben, weil durch diesen hohen Blutdruck die Gefäße über die Jahre so ein bisschen auslatschen, Schlingen bilden und dann auch unter anderem gegen den Trigeminusnerv drücken können und diese Symptome verursachen können. Also ich kann mir vorstellen, dass man ja bestimmt auch völlig überwältigt ist von so einem Schmerz und dass man dementsprechend vielleicht auch verwirrt ist. Man denkt vielleicht an was ganz Schlimmes, weil die Schmerzen so stark sind und weiß unter Umständen ja gar nicht, an wen man sich wenden soll. Wo gehe ich denn hin, wenn ich sowas verspüre? Zum Neurologen oder? Viele Patienten gehen zuerst zum Zahnarzt, weil es meistens irgendwie so vom Unter- oder Oberkiefer herkommt. Und wenn man das nicht gleich erkennt, dann passiert es auch heute noch, dass viele Zähne gezogen werden, bevor es dann weitergeht. Wenn man das hat, der Zahnarzt normalerweise, wenn das einigermaßen typisch ist, erkennt das und schickt den Patienten weiter zum Neurologen. Der Neurologe kennt sich mit diesem Krankheitsbild in der Regel sehr gut aus und leitet auch die weitere Diagnostik und dann vor allen Dingen auch die initiale Behandlung ein, die medikamentös ist und die im
bei einer typischen Trigeminusneuralgie zumindest im Anfangsstadium immer gut hilft. Zur Behandlung wollte ich Sie gleich etwas weiter befragen, aber noch einmal zur Diagnose. Was für Untersuchungen machen die da? Das Wichtigste ist die Anamnese, also die Symptome, sich anzuhören, ob das dieser einschießende Schmerz ist in einem Trigeminus-Astbereich. Dazu kommt, man sollte eigentlich keine Gefühlsstörung haben. Und dann macht man eine bildgebende Diagnostik, aber eigentlich nur, um auszuschließen, dass man vielleicht einen Tumor oder sonst eine entzündliche Veränderung im Bereich des Trigeminus oder der Schädelbasis hat. Mhm. Ja, das ist eigentlich die Hauptsache. Die Klinik ist aber wegweisend dabei. Inwiefern? Dass man von diesem einschießenden, triggerbaren Schmerz eigentlich sagen kann, das ist so typisch, das muss das sein. Mhm. Und man muss halt die anderen Ursachen, zum Beispiel einen Tumor oder eine Entzündung, ausschließen. Ein Tumor zum Beispiel kann auch gegen den Trigeminusnerven mal drücken und kann damit ganz ähnliche Symptome an einer bestimmten Stelle auch auslösen. Kann es sein, wenn man sehr viel Glück hat, dass dieser Schmerz von allein wieder weggeht, oder bedarf es immer einer weiteren Behandlung? In der Regel verläuft diese Erkrankung phasenweise. Man hat mal schlimme Phasen, dann geht es tatsächlich von alleine, wird es wieder besser. Aber in der Regel schaukelt sich das über die vielen Jahre auf. Und es ist eine große, große Seltenheit, dass er mal verschwinden sollte. In der Regel wird er mit der Zeit schlimmer. Aber man hat immer wieder mal zwischenzeitlich ein paar Monate oder am Anfang sogar vielleicht mal ein Jahr, wo man schmerzfrei werden kann. Das heißt also, wir können unsere Zuschauer auch nochmal ermuntern, sensibel zu sein, wenn so ein ganz starker einschießender Schmerz kommt. Es muss nicht unbedingt was mit den Zähnen sein, weil das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Müssen ja nicht umsonst irgendwelche Zähne gezogen werden, sondern vielleicht zum Neurologen gehen, und der verweist einen dann gegebenenfalls in die Klinik. Insbesondere wenn der Zahnarzt keine Ursache findet für die Schmerzen, dann sollte man weiter in diese Richtung, in dieser Richtung forschen. Wie behandeln Sie den Schmerz dann? Die Initialbehandlung wird in der Regel auch vom Neurologen durchgeführt. Und zwar wird das mit Medikamenten gemacht, die man normalerweise gegen epileptische Anfälle einsetzt. Mhm. Die können nämlich die Membran so stabilisieren, dass es nicht zu diesem Kurzschluss kommt. Und damit kann man die Trigeminusneuralgie sehr effektiv, meistens in den ersten Jahren, behandeln. Helfen Medikamente immer, oder gibt es auch Situationen, Patienten, bei denen das nicht hilft, beziehungsweise bei denen vielleicht starke Nebenwirkungen auftreten? Ja, es ist so, dass am Anfang wirken die Medikamente zwar sehr gut, aber über die Jahre verlieren sie ihre Wirksamkeit. Mhm. Und dann gibt es einige Patienten, die die Medikamente gar nicht vertragen, die so starke Nebenwirkungen haben, dass sie das eigentlich nicht aushalten. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Patienten, die in ihrem Beruf diese Medikamente nicht nehmen können, weil sie zum Beispiel Kraftfahrer sind oder Zugführer sind und solche Medikamente zur Ausübung des Berufes nicht einnehmen dürfen. Was passiert mit denen? Muss dann eine Operation erfolgen, weil man wird ja mürbe, sie müssen ja irgendwas machen dann. Ja, wenn man mit der medikamentösen Therapie nicht zurechtkommt oder die Nebenwirkungen zu stark sind, dann beginnt man mit der operativen Therapie. Und da gibt es zwei wesentliche unterschiedliche Verfahren. Die eine, die die Ursache behebt, nämlich diesen Gefäß-Nervenkontakt behebt. Da muss der Schädel eröffnet werden über einen kleinen, etwa 2,5 cm großen Zugang. Und unter dem Operationsmikroskop präpariert man den Nerven vom Gefäß ab und steckt ein kleines Polster rein. Eine in geübter Hand relativ einfache, wenn auch schwierige Operation, die man sehr gut eigentlich durchführen kann mit einem super guten Ergebnis, und die Patienten sind danach in der Regel geheilt. Man kann, wenn man so einen Gefäß-Nervenkontakt hat, eine Erfolgsquote von 85-90% vorhersagen. Wie lange dauert so ein Eingriff? Das dauert etwa zwischen 1 und 2 Stunden. Gibt es denn eigentlich noch andere Verfahren zur Behandlung der Trigeminusneuralgie? Es gibt bei Patienten, denen man eine Operation nicht mehr zumuten kann, weil sie zu krank sind, irgendwelche schweren Begleiterkrankungen haben, die sogenannte Thermoläsion. Da geht man mit einer kleinen Nadel vom Mundwinkel raus durch die Schädelbasis. Dort gibt es ein kleines Loch, das sogenannte ovale Loch. Und da kommt man mit der Nadel genau in den Umschaltknoten des Trigeminusnerven. Das macht man bei einem sedierten Patienten, dann wird er wach und dann reizt man diese Elektrode und dann sagen die Patienten einem, wo es
gerade wehtut, dann weiß man, ob man mit der Nadelspitze an der richtigen Stelle ist. Dann bekommen Sie eine Kurznarkose und man erhitzt diesen Teil des Nerven dann auf etwa 65 bis 70 Grad für eine Minute. Dann werden Sie wieder wach. Dann kann man nochmal reizen. Man guckt, ob die Schmerzgrenze entsprechend erhöht ist und zieht die wieder raus. Das ist ein Verfahren, die Punktion ist nicht immer ganz einfach, aber ein Verfahren, was etwa eine halbe Stunde dauert. Und natürlich bei ganz besonders alten Patienten oder ganz besonders kranken Patienten als Alternative für diese offene Operation in Frage kommt. Ist ja offensichtlich ein schonenderes Verfahren als die offene Operation. Warum empfiehlt man das denn nicht jedem? Ist die Heilungschance vielleicht nicht so groß oder was sind die Nachteile? Ja, es ist keine Heilung, sondern es ist auch eine symptombezogene Behandlung. Es wird ja ein Teil des Nervens eigentlich zerstört dabei. Und das wollen wir natürlich nicht haben, weil es auch Gefühlsstörungen dann im Gesicht gibt, die man natürlich ungern haben will. Und man muss mit einem Rezidiv rechnen bei dieser Thermoläsion nach 2 bis 3 Jahren. Man kann das zwar beliebig häufig wiederholen, aber dennoch ist das natürlich eine erhebliche Belastung, wenn man damit rechnen muss, auch nach ein paar Jahren kommt das wieder. Das Gute bei der Heilung, bei der offenen Operation, kommt es in den meisten Fällen halt nicht wieder. Wie sieht es denn aus mit dem Alter der Patienten? Also Sie haben gesagt, in steigendem Alter, ist das da mit der Genesung trotzdem gleich erfolgversprechend oder kann es auch sein, dass die Krankheit wiederkommt? Ja, ich habe gerade eine Promotionsarbeit bekommen zur Begutachtung und da ist auch gerade bei alten Patienten das angeschaut worden und auch alte Patienten profitieren sehr gut. Vor 10 Jahren haben wir immer noch gesagt, naja, wenn jemand über 60 oder 70 ist, dann kann man ihm eine solche Operation gar nicht zumuten. Mittlerweile sind wir aber dabei, dass wir auch 85-Jährige einer solchen Operation zuführen und die vertragen das in der Regel sehr gut. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, zu lernen, mit der Krankheit zu leben, sondern Sie arbeiten hin auf konkrete Heilung der ganzen. Ja. Kann man auch mit Medikamenten versuchen, die Krankheit wirklich zu heilen oder ist es eher eine dauerhafte Einnahme dann, damit man die OP umgeht vielleicht? Die Medikamente bringen keine Heilung. Sie können ja diesen Gefäßnervenkontakt nicht beheben. Sie bringen nur eine Symptomlinderung. Aber eine Heilung ist überhaupt nicht möglich mit den Medikamenten. Aber man kann viele Patienten natürlich mit den Medikamenten so gut einstellen, dass sie eine Operation ja nicht bedürfen. Würden Sie denn da individuell immer entscheiden oder warum ist es so, dass dann nicht gleich fast alle Patienten sagen, dann operiert mich lieber, dann bin ich wenigstens geheilt? Eine Operation ist natürlich immer ein Eingriff und man versucht natürlich so wenig invasiv zurechtzukommen wie möglich und da versucht man das mit den Medikamenten. Wenn man die Medikamente gut verträgt und keine Beschwerden mehr hat, denke ich, ist das eine sehr gute Alternative zu einer Gehirnoperation oder zu einer Schädeloperation. Viele haben ja auch Angst natürlich, dass der Schädel irgendwie eröffnet wird. Aber wenn diese Medikamente nicht ausreichend wirken, dann ist diese Angst schnell weg, weil die Angst vor den Schmerzen ist viel schlimmer. Wie wichtig ist es denn, auch die Psyche der Patienten so ein bisschen im Auge zu behalten? Also gehen Sie da gleich praktisch, quasi sind Sie da zur Stelle und versuchen gleich zu behandeln? Oder ist es vielleicht auch wichtig, wenn man so vielleicht längere Zeit starke Schmerzen gehabt hat, dass man auch ein bisschen guckt, ob da irgendwelche Traumata oder so entstanden sind oder ist das dann meist wieder vergessen? Nein, das ist, man muss aufpassen, dass man, wenn man überhaupt Schmerzen behandelt, dass man diese Schmerzen oder den Patienten nicht jahrelang mit diesen Schmerzen belässt, weil dann geht das tatsächlich in das Schmerzgedächtnis über und Sie können die Ursache beheben und Sie haben eventuell gar keinen Erfolg. Deshalb ist es eigentlich wichtig, wenn Sie diese Schmerzen haben und nicht behandeln können, dass Sie dann eingreifen. Aber es ist trotzdem so, dass die Patienten natürlich, wenn sie erstmal gut behandelt werden, sie werden nie sofort operiert, sondern man guckt sich das erstmal über eine gewisse Zeit an. Man guckt, wie gut die Medikamente wirken. Und die Trigeminusneuralgie ist aber so typisch, dass man da also bei einem ganz typischen triggerbaren Schmerz nicht danach nicht gucken muss oder eine psychiatrische Evaluation durchführen muss. Mhm.
Gibt es dann noch andere Gefäß-Nervenkonflikte, die ähnliche Schmerzen verursachen? Ja, es gibt mittlerweile eine ganze Menge Gefäßnervenkonflikte, die man kennt, die besondere Schmerzen verursachen können. Besonders wichtig ist dabei, sind zwei Erkrankungen. Das ist einmal ein Schmerz, den man hinten tief im Rachen hat, die sogenannte Glossopharyngokusneuralgie, die auch getriggert werden kann dadurch, dass man hinten im Rachen etwas berührt oder beim Essen. Und das hat genau so einen Gefäßnervenkontakt halt mit einem anderen Nerven. Und dann besonders wichtig ist da auch der sogenannte Facialis Tic, wo es immer zu Zuckungen im Gesichtsbereich kommt. Da ist auch so ein Gefäßnervenkontakt an dem Facialis-Nerven dran. Und auch da kann man sehr gut so eine diesen Gefäßnervenkontakt mit einem Polster beheben und diese Erkrankung behandeln. Mhm. Bei dieser Erkrankung wird heute auch häufig Botox eingespritzt, um dieses zu behandeln, aber das ist immer nur eine vorübergehende Besserung. Diese Janetta-Operation oder diese Behebung des Gefäßnervenkonflikts behebt und heilt diese Erkrankung. Gibt es irgendeine Art und Weise, Herr Professor, wie man der Trigeminusneuralgie vorbeugen kann? Kann man da irgendwie durch seine Lebensweise versuchen, dass das gar nicht erst zustande kommt? Oder geht es einfach darum, dass man, wenn er da ist, der Schmerz, dass man dann weiß, wo man hin muss? Ich hatte vorhin gesagt, dass ja der hohe Blutdruck damit häufig einhergeht. Und es ist natürlich wichtig, dass der hohe Blutdruck gut behandelt wird. Und wenn der gut behandelt wird, geht das in der Regel nicht zurück. Aber man kann vielleicht eine weitere Verschlimmerung vielleicht verhindern. Aber das kann man im Einzelfall niemals sagen. Vielleicht können wir zum Schluss noch einmal unseren Zuschauern ein paar Tipps geben. Es sind ja Schmerzen, haben Sie gesagt, wo man nicht immer sofort orten kann, wo die herkommen, beziehungsweise was die Ursachen sind. Also wenn wir solche einschießenden, was haben Sie gesagt, Vernichtungsschmerz, wenn wir so einen verspüren, woran sollte man denken in dem Moment, an wen sollte man sich zuerst wenden, dass man bloß nicht lange mit diesen Schmerzen leben muss? Dieser Schmerz kommt häufig ja nicht ganz aus heiterem Himmel, sondern in der Anfangsphase hat man so einen leicht ziehenden Schmerz. Da kann man, oder einen leicht einschießenden, ziehenden Schmerz, da kann man natürlich zum Zahnarzt gehen, aber wenn der nicht weiterkommt, zum Neurologen. Die Hausärzte kennen das aber auch häufig auch und schicken einen weiter, beziehungsweise wenn sie nicht weiter wissen, schicken sie einen dann zum Neurologen. Und das ist dann der richtige Weg auch. Und die Neurologen veranlassen in der Regel alles weiter. Man kann natürlich auch gleich zum Neurochirurgen gehen, aber die medikamentöse Behandlung wird in der Regel auch vom Neurologen erstmal durchgeführt. Und die steht immer am Anfang. Und zum Ende würde ich jetzt gerne noch mal wissen, nach einer Operation, wenn sie denn erfolgt ist, wie schnell ist man dann wieder auf den Beinen und wie sicher kann man sein, dass diese Krankheit einen nicht erneut ereilt? Wenn man operiert wird an so einer Erkrankung, kann man am nächsten Tag wieder aufstehen, man kann am nächsten Tag wieder rumlaufen. Man ist in der Regel eine Woche etwa im Krankenhaus. Es gibt einige Patienten, die so ein bisschen angeschlagen sind, aber in aller Regel sind nach 2-3 Wochen ist man wieder so fit wie vor der Operation, körperlich so fit. Die Schmerzen sind in der Regel direkt nach der Operation weg. Also wenn die Patienten wach werden auf der Intensivstation, ist der Schmerz weg. Es gibt Patienten, die seit Jahren diese Beschwerden gehabt haben, da kann es mal sein, dass das erst langsam über die nächsten Wochen verschwindet. Deshalb soll man den Kopf noch nicht hängen lassen. Wenn das direkt danach nicht weg ist, dann kann man noch in den nächsten 6 Wochen hoffen und in vielen Fällen geht das dann auch weg. Das Risiko, dass die Schmerzen irgendwann wiederkommen nach dieser Operation, liegt etwa so bei 10%. Wir müssen etwa damit rechnen, mit einer Rezidivquote von 10%. Es gibt andere Verfahren, wo wir einen Teil des Trigeminusnerven oder des Knotens veröden. Da müssen wir in der Regel nach 2-3 Jahren mit einem Rezidiv rechnen, aber nicht bei dieser offenen Operation. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Kehler, für das interessante Gespräch. Dankeschön. Bitteschön. An Sie auch, liebe Zuschauer. Mein herzlicher Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie sind schlau gemacht worden, was die Trigeminusneuralgie angeht.
Wenn Sie auch noch Informationsbedarf bei einer anderen Erkrankung haben, dann kann ich Ihnen nur sehr empfehlen, mal auf unserer Internetseite vorbeizuschauen. Die Adresse dazu ist www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Dort finden Sie eine mittlerweile, ja, auf eine stolze Sendungszahl angewachsene Liste. Wir haben bisher doch schon ziemlich viele Sendungen zu vielen verschiedenen Erkrankungen für Sie aufgezeichnet. Klicken Sie sich da einfach mal durch. Außerdem ist unsere Homepage auch deswegen empfehlenswert, weil Sie dort eine Liste finden mit den Themen, auch den Örtlichkeiten der nächsten hanseatischen Nachtvorlesungen, die wir für Sie halten. Und wenn Sie Lust haben, bei so einer mal dabei zu sein, können Sie sich kostenlos dort auch anmelden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, liebe Zuschauer, sagt bis bald und tschüss.